Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Final Fantasy 7 Remake. Ich muss wie immer mein Mikrofon noch mal ein bisschen fein justieren, was wahrscheinlich zu Störgeräuschen führt. Und jetzt machen wir weiter. Wir sind in die Slums angekommen. Mir wurde eine warme Mahlzeit versprochen. Schauen wir mal. Hab gerade an dich gedacht. Ziemlich was los, hm? Ja, weil die Züge nicht fahren. Hilfst du mir etwas? Tut mir leid, ist gerade etwas schlecht. Ich helfe in dem Laden manchmal aus. Eris! Mugi, kannst das Klettern mal wieder nicht lassen, hm? Dachte, von hier sehe ich den Reaktor. Und? Wer ist der denn? Achso. Das ist Cloud, ein Söldner. Momentan beschützt er mich als mein Bodyguard. Das ist Mugi. Ich muss los. Ihr könntet Brüder sein. Was für ein seltsamer Dialog. Oh, Eris! Hallo zusammen. Was macht ihr denn hier? Wir haben uns den Reaktor angesehen. Ach übrigens, Aerith, das Fräulein Lehrerin sucht nach dir. Oh, warum wohl? Sie hat gesagt, du sollst zum Helmchenhof kommen. Na gut, wir können ja zusammen hingehen. Weißt du, Cloud, im Helmchenhof werden Kinder großgezogen, die keine Familien mehr haben. Wo bist du gewesen, Aerith? Wieder in der Kirche? Nimm uns doch demnächst einfach mal mit. Hallo, Aerith. Siehst gesund wie eh und je aus. Ach, das Kompliment kann ich gleich zurückgeben. Gesundheit ist das Wichtigste im Leben. Ah, danke, dass du neulich die Heilkräuter vorbeigebracht hast. Ach was, jederzeit wieder. Würd ja gerne wissen, wo du die alle gefunden hast. Das ist mein kleines Geheimnis. Und dein Begleiter? Das ist mein Bodyguard. Der bringt mich nach Hause. Sieht ja ziemlich gefährlich aus. Nee, der ist ganz harmlos. Das ist der einzige Arzt hier in den Slums. Ich bringe ihm manchmal Heilkräuter vorbei. Das hier ist der Helmchenhof. Willkommen zurück. Hallo, ich habe Aerith mitgebracht. Danke, dass du gekommen bist. Ach was, lag eh auf dem Weg. Weißt du, ich würde dich gern um ein paar Blumen bitten. Kein Problem. Wie viele denn? So viele wie möglich. Bei all den finsteren Nachrichten dieser Tage will ich mit den Kindern wenigstens das Haus etwas schmücken. Oh, toll. Ihr habt es aber gut. Und ihr geht euch jetzt erstmal die Hände waschen. Und die Tür öffnet sich auf magische Art und Weise. Was muss ich jetzt tun? So, wie schmücken wir jetzt das Haus mit den Blumen? Das fragst du mich? Blumig, bunt, schön, ich weiß es nicht. Hey, Kinder, ich klaue euch mal eines eurer wenigen Besitztümer. Hier, Äther, braucht ihr eh nicht mehr, oder? Cloud Strife klaut sogar von weisen Kindern. Dem ist einfach nix heilig. Hey, hier geht's lang. Ist okay, ich komme schon. Ich muss deinen weißen Kindern nur ihr einziges Besitztum klauen, damit sie keine Freude im Leben haben. Weil davon lebe ich. Ich glaube, Cloud ernährt sich von dem Leid anderer. Sag mal, Carter, was machst du denn? Ich habe vergessen, die Tür zuzumachen und jetzt habe ich wieder Carter-Attacken. Ich lüge halt nicht. Was hast du eigentlich mit der Blume gemacht, die ich dir gegeben habe? Ach, die... Hast sie sicher verschenkt? Hab ich. Aha. Wem? Sag schon. Hab ich vergessen. Ja, klar. Was? Ich glaube, du schwindelst. Ich hab's wirklich vergessen. Ist doch egal. Haben wir die Lockhart gegeben? Boss Arena! Oder der anderen? Keine Ahnung. Kann mich nicht mehr erinnern. Warum darf sie sprinten und ich nicht? Na, jetzt am können Ende wir dieses Wegs joggen. Liegt mein Haus. Du musst unbedingt meine Mutter kennenlernen. Hier ist aber sehr viel Grün für die Slums, ne?
Also überhaupt für Midgard. Guckt das hier euch ist das mein Zuhause. An. Nicht passt schlecht. Nicht schlecht. Hübsch haben die es hier. Komm rein. Bin wieder da. Na endlich. Root ist vorhin vorbeigekommen. Was ist... Das ist meine Mutter, Elmira. Und das ist Cloud, mein Bodyguard. Wie nett von ihm. Ist nur ein Job. Und hiermit ist er vorbei. Vielen Dank. Und jetzt? Gehst du zurück nach Sektor 7? Ja. Okay, ich bring dich. Wofür habe ich dich denn überhaupt hergebracht? Was, wenn die Turks wieder auftauchen? Die sind lästig, aber ich bin dran gewöhnt. Viel besorgter bin ich um dich, Cloud. Du verläufst dich doch bestimmt. Und dann bist du viel zu cool, um jemanden nach dem Weg zu fragen. Was weißt du schon? Mama, ich bringe Cloud mal schnell zurück nach Sektor 7. Eris, warum machst du das nicht lieber morgen? Sonst ist es dunkel, bevor du zurück bist. Ruht euch heute gut aus und geht morgen früh los. Dann habt ihr es bis Mittag geschafft. Stimmt. Machen wir, okay? Warte. Ach ja, der Helmchenhof hat Blumen bestellt, Mama. Bis zum Essen ist ja noch etwas Zeit. Ich nehme Cloud mit. Ich sollte dich nur beschützen. Beschwerst du dich etwa? Und das, obwohl ich so gut bezahle. Das glaubst du nicht, Mama. Nicht. Ich hole einen Korb. Bin gleich zurück. Das Kind hält einen ziemlich auf Trab, was? Ja. Sagen Sie mal, sind Sie... Ach, nichts. Ob ich nichts bin? Ich bin schon irgendwie materiell existent, glaube ich. Ich habe noch nie drüber nachgedacht. Ich meine, vielleicht bist ja nur du echt Mama im PC. Und alles andere findet nur in deinem Kopf statt. Aber selbst dann bin ich in irgendeiner Form etwas, nämlich eine Idee, ein Gedanke von dir. Also ich kann ziemlich sicher nicht nix sein. Sonst könnte ich mir diese Frage gar nicht stellen. Naja, danke fürs Gespräch. Tschö. So viel Blumen überall. Ja, sicher. Sieht jetzt hübsch aus. Aber, ne, oh Gott, diese Maintenance, der da notwendig ist, die alle zu pflegen. Und das sind vor allem so Vasenblumen. Die sind nächste Woche alt, dann schmeißt man sie weg. Ich finde das nicht gut. Topf die doch ein. Genau wie hier. Blumen. Warum denn abschneiden? Damit tötet man sie nur und dann sterben sie auch viel schneller. Es hat nur Nachteile. Freiheit den Blumen! Ich muss irgendwie nach unten wieder. Ich laufe jetzt einfach mal den Questmarker nach. Wieder ach hier. So, what? Oh. Hä? Komisch. So, hier. Hä? Ein Korb, danke. Ne? Den habe ich mir schon immer gewünscht. Dann mal los! Komm, ich zeig dir meine Blumenbeete. Meinst du, welche sollen wir pflücken? Was fragst du mich? Jetzt stell dich nicht so an. Los, such welche aus. Ich habe meine Meinung dazu schon gesagt. Ich bin dafür, dass wir die nicht pflücken. Weil damit töten wir die. Für nix und wieder nix, Aerith. Für nix und wieder nix. Aber okay. Also, wähle die Blumensorte aus.
Drücke in der Nähe des Blumenfelds Dreieck, um ein paar Blumen einer Sorte zu pflücken. Je nachdem, welche Blumen du auswählst, ändert sich später die Dekoration des Helmchenhofs. Dann müssen wir mal gucken. Ach, da darf ich nicht lang gehen. Darf ich nur die hier wählen im Grunde? Na super, da machen die Mords ein Tamtam und dann habe ich drei Sorten zur Auswahl. Dann sammeln wir mal hier diese... Du wählst wirklich Borstenhirse? Genau, Borstenhirse. Das sieht dir ähnlich, Cloud. Da werden die Kinder sicher staunen. Ja, das ist ein bisschen unkonventionell, aber Borstenhirse... Ich glaube, wir brauchen noch ein paar Blumen mehr. Dann nehmen wir noch mehr Was Borsten. Meinst du? Wir machen alles voller Borstenhirse. Borstenhirse! Wir füllen diesen ganzen Kinderwaisenhaus. So viele wie möglich, hat sie gesagt. Sammeln wir noch etwas mehr. Nur mit Borste. Nur mit Hirsenborste. Ich meine, da kann man schöne Dekorationen damit machen. Das sind genug Blumen. Lass uns zum Helmchenhof gehen. Aber wir haben gar keine Blumen. Ich meine, der Korb sieht komisch aus, ne? Mit was der gefüllt ist. Ich weiß nicht, wo wir das herhaben. Ich bin als Erster beim Helmchenhof. Wer als Erster dort ist, muss nicht beim Dekorieren helfen. Trag die Blumen schön vorsichtig. Gibt keinen Grund zur Eile. Ich sehe bestimmt total bescheuert aus. Stimmt doch gar nicht. Fährst bestimmt ein paar Sympathiepunkte ein. Was sie mit den Blumen wohl Schönes machen werden? Keine Ahnung. Können ja später mal vorbeischauen. Oh, sie holt auf. Lauf, Cloud. Lauf. Sonst müssen wir mitdekorieren. Flieg, Taube, flieg. Okay, ich würde sagen, ich habe gewonnen. Nein! Wie ist denn das passiert? Ich warte hier auf dich. Verdammt. Ah, in Ordnung. Aber das wird sicher langweilig. Geh doch in die Stadt. Helmchenhof-Lieferung aktualisiert. Karotten. Die sehen aber nicht mehr gut aus, oder? Die stehen überhaupt zu weit raus aus dem Boden irgendwie. Naja. Tango of Tears haben wir jetzt erhalten. So, überall sollte Hip-Hop die Chocobo laufen. Dafür werde ich mich jetzt einsetzen. Dann klaue ich euch einen Schnelltrank. Hier in diesem Gebäude trifft sich die Bürgerversammlung. Ach was. Natürlich. Willst du dich untersuchen lassen? Nee, eigentlich, weil ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nicht, was ich jetzt mache. Noch nicht fertig. Ich sollte mich in der Stadt umschauen. Na gut, dann gehen wir einfach mal ein bisschen in die Stadt. Hey, du siehst ziemlich stark aus. Aua! Selbe Aua. Hey! Ein Echoschirm. Oh, wir sind irgendwie voll im Kreis gelaufen. Verdammt. Dann ist alles gar nicht so weitläufig, wie ich dachte, weil alle Wege wieder auf die Hauptstraße führen quasi. Oh, was haben wir denn hier? Bei mir findest du nur allerbeste Qualität. Na, das will ich sehen. Aha, Casta del Sol. Kaufen wir. Doch, ja. Na, schau. Schau wieder mal rein. Hey! Hallo, Cloud. Du scheinst sehr beschäftigt zu sein.
Dennoch möchte ich dich um deine Hilfe bitten. ATP-Boost anwenden. Kann ich quasi nochmal. Keine Ahnung. Ich kaufe einen, oder wenn ich ihn hab. Cloud, ich habe eine neue Hypothese. Und ich hoffe, du kannst mir helfen, die notwendigen Daten dafür zu sammeln. Cloud, ich habe großartige Neuigkeiten. Ich habe eine Hypothese zur Synthese von Beschwörermateria aufgestellt. Das ist nie dagewesen. Es würde die bisherige Annahme widerlegen, dass Beschwörermateria nur in der Natur entstehen können. Wirst du mir bei der Verifizierung meiner Hypothese helfen? Wir benutzen dafür einen portablen Simulator, mit dem du virtuell gegen Esper kämpfst und sie dir zu eigen machst. Ich stelle fest, dass du dich wunderst, wie man gegen Daten kämpfen soll. Okay, Kampf gegen Esper. Catleys Geheimnisse haben eine neue Funktion hervorgebracht. VR-Mission. Wenn die gesammelten Daten durch die Kampfberichte anwachsen, können besondere VR-Missionen absolviert werden, bei denen man gegen Esper kämpft. Okay. Sprich mit Chetney, wenn du... Ja, würde ich schon mal... Sag mir Bescheid, wenn du bereit bist. Klingt gut. Ich bin dir jedes Mal sehr dankbar für deine Unterstützung. Okay, wir haben sehr viele Kampfberichte. Ich konnte wieder neue Materia entwickeln. Cool. Schauen wir mal, was hat er denn Neues? Hier, stehlen. Ah, werde ich nie irgendwem geben und nie benutzen. Provozieren, höchstwahrscheinlich auch nicht. Blocken. Sadala. VR-Mission. Shiva. Als Ergebnis der Auswertung der gesammelten Daten Eiselement konnte Shiva, die Eiskönigin, erfolgreich reproduziert werden. Was nun noch bleibt, ist das Verhalten im tatsächlichen Kampf zu überprüfen. Der Auftrag ist, eine Kampfsimulation mit der Esper Shiva durchzuführen. Na, los geht's. Jetzt lege bitte deinen portablen Kampfsimulator an. Zuerst quietschen bei uns nur die Türen, aber in letzter Zeit kann sich das Quengeln mein... Ich habe das Gefühl, Shiva ist kaputt. Die muss noch mal ein bisschen überarbeitet werden, glaube ich. Los geht's. Analysieren wir Shiva mal. Kann ich schaffen. Jetzt kann ich aber nie meinen eigenen, ne? Mein, den ich schon hab, Ifri, kann ich nie analysieren, oder? Ein Eiselementar Esper, nachgebildet in einem virtuellen Raum. Es handelt sich um die Manifestation der Königin, die die Wunden des Planeten mit dem Eis geheilt hat, das am nördlichen Pol noch immer den Planeten bedeckt. Nicht jetzt. Oh, nicht erfrieren. Was ist denn los? So, Cloud. Feuer, wie wir haben. Wir haben Feuer. Was für ein Glück. Wir haben sogar Feuer. Na dann. Feuer. Rutschen. Das macht dir endlich mal Schaden. Ja, wir noch ein bisschen mehr davon. Brenne! Keine Chance! Das ist ein bisschen gut, ne? Ja. Und die hat schon Feuer. Oh, ich kann gleich beschwören. Yeah, dann geht's richtig los hier. Zwei Esper gegeneinander. Aber erst feuern wir noch ein bisschen. Hä? Haben wir gerade nicht getroffen irgendwie? Ja.
beschwören. So, jetzt. Beschwören. Schöne Eisvogel haben sich da nicht leben. Fähigkeiten einsetzen. Zum Beispiel Flammenbrunst. Wo will sie denn hin? Was macht sie denn? Hier bitte nochmal Flammenbrunst. Esper weggeespert. Das war hervorragend. Die Synthese der Shiva-Materia ist abgeschlossen. Hier, bitte. Die Materia gehört nun dir. Cool. Das kühle Lächeln der Eiskönigin passt ausgezeichnet zu dir, Cloud. Bewahre die Materia bis zu deinem Sieg über Shinra gut auf. Cool. Schon cool, ne? Aber mehr haben wir bis jetzt leider noch nicht. Na dann. Ich freue mich auf weitere Daten zu meinen Kampfberichten. Ich freue mich, hier mal kurz Pause zu machen und mich schon mal von euch zu verabschieden. Für heute machen wir wieder Schluss. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.